Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Wir machen heute was ganz Besonderes. Oh ja. Ich bin vor kurzem mal über ein Video gestolpert von unseren guten Freunden drüben bei Troom Troom. Ja. Die kennen wir ja schon, weil wir schon mal ein DIY von denen nachgemacht haben. Das ist sehr gut ausgegangen. Ich brauche ihn ganz dringend, den Käsestick. Auf jeden Fall dachten wir uns, es ist mal wieder Zeit. Wir müssen es nachmachen, unbedingt. Ja, und vor allen Dingen, ich persönlich bin ein sehr großer Billie Eilish-Fan. Ich liebe Billie Eilish. Ich mag sie auch sehr. Deswegen liegt es nahe, dass wir uns heute einfach mal in Billie Eilish verwandeln. Wer braucht Individualität in diesem Leben? Ich nicht. Niemand. Nein. Wir werden also jetzt mal schauen, was für großartige, hochqualitative DIYs uns da vorgemacht werden. Ja. Und werden versuchen, das nachzumachen. Ihr kennt Troom Troom. Also es ist Qualität vorprogrammiert. Ja. Freut euch. Es wird lustig. Ganz toll wird's. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen mal ins Video rein, oder? Ja. Ja. Ja, das ist so komisch gemacht immer, das ist unfassbar. Oh, wow. Ich bin bestimmt sicher, dass sie auch so eins hat. Komm, wir machen das Ding nach. Ich würde sagen, das ist, das hier geht gar nicht, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist hässlich, hässlich. Deswegen vor allem. Ja, so ein ekelhafter Popsocket. Ich würde sagen, es ist Zeit für was Neues, oder? Ja. Los geht's. Billy muss her. Ja. Hi, Friends. Peace out. Ich habe hier eine wunderbare Handyhülle von meinem alten Handy. Den habe ich von Amazon. Ich habe den gerade angesprüht mit Silber. Und den klebe ich jetzt einfach da drauf. Popsocket 2.0, würde ich sagen. Oh, wow. Okay, Stump. Gleich brennt's durch. Und wow. Eigentlich sehr süß, muss ich sagen. Und wenn wir die silberne Farbe noch so ein bisschen an ein paar Stellen abkratzen, dann passt der farblich, weil der ist nämlich Bronze eigentlich. Mhm. Guck mal, es wird eine richtig geile Handyhülle, Leute. Okay, ich brauche Ketten. Oh mein Gott. Help. Ich würde sagen, ich klebe eine hier so eng oder so hier oder da. Das wäre gut. Und dann hier unten. Ja, das ist so gut. Danke. Professional DIY Queen. Pass auf deine Finger auf, Kind. Das wird das Lustige. Ich kann dann nicht nachmachen mit der Heißklebepistole so nah an den Fingern. Ich bin Profi, ich darf das. Sagte sie und verbrannte sich. Würdet ihr mit dieser Handyhülle rumlaufen? Ich fühle mich persönlich beleidigt, wenn nicht. Ich meine, das sieht ja schon ganz toll aus. Also ich werde die Steinchen eher daneben kleben, weil ich finde, das sieht echt scheiße aus, wenn ich die da reinklebe. Ja, daneben ist cool. Wow, mehr, ich brauche mehr. Traumhaft schön. Okay, wow, sowas Schönes habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wir sollten in Produktion gehen, was sagt ihr? Wunderschön. Mit integriertem Popsocket. Wahnsinn. Toll. Und hier ist sie. Ich finde, es ist wunderschön geworden. Total schön. Seht ihr diese Details? Ja, ich habe mir voll die Mühe gegeben. Diese Doppelkette hier unten. Dann habt ihr das integrierte Popsocket. Ihr könnt also quasi euer Handy so halten, wie ihr es kennt. Mit dem nicht vertraut. Tolle, hochwertige Swarovski-Steine mit eingearbeitet. Ja. Und hier nochmal diese tolle Kette. Ein bisschen Kleber noch mit dran, aber das macht gar nichts. Der lässt sich ganz einfach abziehen. Da das jetzt aber hier eine Handyhülle von einem alten Handy ist und wir das Video hier drauf gucken, müsst ihr das jetzt leider trotzdem weiterhin ertragen. Aber wir tun es einfach so. Genau. Als würden wir sie weiter nutzen. Ihr seht das andere Handy nicht. Ich möchte mich weiter in Billie Eilish verwandeln. Wir möchten gerne weiter gucken. Oh Gott, guck mal, roter Lippenstift und blaue Lidschatten. Ja, schön. Oh mein Gott. Also so soll das Ganze letztendlich aussehen. Das kriege ich auch hin. Willst du dich der Herausforderung stellen, Laura? Auf jeden Fall, weil ich bin so ein kreativer Mensch. Ich muss das irgendwo rauslassen. Ja, es ist und deine Zeit zu scheinen. Ja. Los geht's. Los geht's. Mal gucken, wie ich das Ganze hier anordne. Vielleicht so. Dauert auch gar nicht lang und schon hält das Ganze. Ich habe kleine Tierchen auf meiner Brille. Okay, das hat eigentlich gerade gar nichts mit Billie Eilish zu tun. Kann immer. Muss selber lachen. Dann kleb's doch mal an. Vielleicht so, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Siehst du nicht, wie hässlich die Brille ist? Ja, das ist praktisch. Naja, viel hilft vielen, habe ich gehört. Keiner hat gesagt, dass man dadurch was sehen muss, oder? Oh Gott, meine Kinder tun mir so leid, wenn ich mal mit denen basteln muss. Ich kann es halt gar nicht. Das dürfen sie alles mit Tante Alicia machen. Für was hat man eine Tante? In der Arbeit muss ich immer eine Sicherheitsbrille tragen. Wer ist dafür, dass ich die in Zukunft in der Arbeit trage? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, ich sollte auch in Produktion gehen. Wer von euch würde diese Brille kaufen? Kostet nur 999,90 Euro. Jetzt im Angebot, ich sag euch, seid schnell. Die sind schnell weg. Jedes Mal sind die direkt ausverkauft. Kannst du mal ein bisschen ruhig sein, wenn ich da Werbung für meine Brille mache, ja? Ich darf jetzt auch Alishas Brille kreieren und gestalten. Ich bin so überzeugt von deinem Design. Das ist einfach
Ich merke schon. Diese Brille wird etwas anders gestaltet, weil ich bin nämlich kreativ. Ich kann jede Brille anders designen. Hebt euch fest, sonst fallt ihr vom Hocker. Falls ihr Interesse an diesem Design habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werde ich überlegen, damit auch in Produktion zu gehen. Ich habe das Strassband falsch rum aufgeklebt. Ja, das war beabsichtigt, weil ich wollte nicht, dass sie zu sehr funkelt. Der Weg ist das Ziel oder so. Sehr schön, sehr schön. So, die zweite Brille ist jetzt auch fertig. Abgebrochen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche ihr besser findet und welche ihr eher kaufen würdet. Damit wir mit unserem Unlikely Fanshop endlich online gehen können. Unsere Transformation beginnt. Ich fühle mich schon wie Billie. Ich fühle mich noch nicht wie Billie Eilish. Wir machen was falsch. Gucken wir mal weiter. Nase gebrochen. Big chains will do the trick. Cut an accessory chain into four pieces. Wir haben so viele Ketten. Wir ziehen sie an. Ja, definitiv. Transformation, weiter geht's. Ja, ich fühle es schon. Ich fühle es schon. Ja, ich auch, weil Billie hat auch immer so lockige Haare. Die mag sie total. Also ich würde das aber jetzt ernsthaft genauso anziehen, außer die... Die Brille, ich mein, ist die schönste. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, die ist schön. Ich würde aber sagen, wir brauchen noch mehr. Es ist noch nicht genug. Wir gucken weiter. And don't forget about big rings. Wie cool. Das kriegen wir gerade so noch hin, oder? Auf jeden Fall. Los geht's. Okay, wir machen jetzt Ringe mit diesen wunderschönen angesprühten Spinnen. Wow. Oh, wow. Selten so einen schönen Ring gesehen. Wie war das mit dem Online-Shop nochmal? Perfekt. Es ist wie, als wäre sie dafür gemacht. Ja. Guck mal, wie sie sich anschmiegt innen. Ah, toll. Ich finde, ich spüre es schon. Ich spüre es schon ein bisschen besser jetzt. Sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. Aber es reicht noch nicht, oder? Nee. Es reicht noch nicht. Wir müssen weitermachen. Ja. And don't forget the iconic Oh. Das finde ich interessant. Ich auch. Ich finde, wir brauchen das. So, wir haben jetzt hier einmal diesen Schriftzug ausgedruckt und ich fange jetzt an, das auszukarten. Ey! Ist ein bisschen hässlich geworden, aber hey. Erste Ding geschafft. Also, ich mache jetzt weiter und wir sehen uns später nochmal. Hallöchen, ich bin wieder zurück und ich habe hier zwei Stofffetzen und ich werde hier jetzt mit Hilfe unseres schönen vorbereiteten hier Schriftzuges dieses Dings da basteln. Ich nehme blau und Ellie bekommt lila. Ob ich das auch so gut hinbekomme wie die im Video, ist die andere Frage. Ich bin ein bisschen nervös. Egal, ich lege jetzt einfach los. Go, Laura. Ob mein Papier das aushält, ist die andere Frage. Oh Gott, die Stunde der Wahrheit. Möchtest du zugucken? Ja. Go, go. Oh. Okay. Nice. Bei uns ist es mehr so Vintage-Style. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gerne bastelt oder eher nicht so gern wie ich. Also wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier nichts mehr zu machen, weil das die Hinterseite ist von dem Tuch. Und die Bs wurden in dem Originalvideo verbunden mit dem Pinsel, aber ich muss sagen, ich finde es so viel cooler. Und wir haben es geschafft. Yes. Wir haben unsere eigenen Billie-Tücher. Aus unserem Hintergrund. Oh, Leute. Ich fühle mich so Billie. Wie Billie fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 10? Schon so eine 7,5. Ich finde, wir sehen schon super aus, aber es fehlt noch was. Weiter geht's. Oh, das fühle ich. Oh mein Gott. Das sind meine Aesthetics. Oh mein Gott. Ich muss es tun. Ja. Ich würde sagen, ich mache mich direkt dran an die Tasche, denn das ist wirklich ausnahmsweise mal ein DIY, was ich gar nicht so scheiße finde. Ich bin gerade damit beschäftigt, mich hier anzugucken. Guck du dich weiter an, ich mach mal die Tasche. Ich werde jetzt dieses wunderbare Louis Vuitton-Logo ausschneiden. Wünscht mir Glück. Verzweiflung bei Unlikely. Ja, so ähnlich. Oh, ich habe zu weit geschnitten. Oh, wow. It's so beautiful. Wow. Ich schneide jetzt mal den Rest aus und dann kleben wir das auf Radierer, beziehungsweise auf was anderes, weil ich, ein bisschen verkackt. Okay, Friends, ich soll jetzt das hier draufkleben mit weißem Kleber. Habe ich aber nicht. Deswegen nehmen wir Latex. Meine Haare anscheinend auch. Muss ich das jetzt spiegelverkehrt da draufkleben? Ja, oder? Ich kann nicht glauben, dass ich gerade mit Latex was festklebe auf einem Schwamm. Perfekt. Perfekt. Oh, look at that! Perfekt. Ich muss das noch ausschneiden irgendwie. Someone save me. Ich habe übrigens halt keine Radiere gehabt, die so groß waren. Ich habe extra welche bestellt und die waren zu klein. Und jetzt habe ich einfach solche Make-up
Dinger genommen. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Wenn die Tasche mal nicht unglaublich wunderschön wird, dann weiß ich auch nicht. Fuck! Nee. Mhm. Fucking hell! Ich will wie Billie Eilish sein. Wunderschön, der erste Stempel ist fertig. Yay, juhu, klasse. Was für ein unnötiger Scheiß! Hätten wir nicht einfach so eine Fake-Baby-Tortasche kaufen können? Wir hätten einfach die von deiner Mutter nehmen können und dann ein paar Tropfen rübergießen. Wie kriege ich das jetzt da raus? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Muss ich diese komische Blumen... Dingensform da raushebeln irgendwie. Oh, jetzt mal die restlichen so machen wie irgendwie möglich und dann sehen wir uns wieder. Ich habe hier eine hochwertige Tasche, die ich jetzt zu einer Louis Vuitton Tasche umfunktionieren werde. Du kennst dich ja bestens aus mit Louis Vuitton. Natürlich. Wo ist mein Handy? Ich brauche ein Bild. So viel dazu. Ich habe hier eine Tasche als Beispiel für 1000 Euro. Hier sind meine tollen Stamps. Ich hoffe und bete, dass das funktioniert. Laura, bist du gespannt? Ja. Wo soll ich anfangen? Einfach irgendwo, ne? Okay, wir machen es mal ein lila. Ich bin so gespannt, wie unsere erste Louis Vuitton Tasche wird. Selbst gemacht. Das. Woo! Richtig schön. Ich freue mich gerade voll. Das ist so richtig. I'm so excited. Bei mir hätte sie nicht so ausgesehen. Wir machen das jetzt mal fertig, weil es dauert ungefähr 20 Jahre und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. Okay, Friends, soweit sieht es gut aus, aber jetzt muss ich diese Farben da drauf tropfen und irgendwie kriege ich den Kack nicht aufgelöst. Bereit? Ja. Yeah. Oh! Sehr gut. Mhm. Sieht cool aus! Oh, oh mein Gott, wie cool sieht die bitte aus? Ich will auch eine. Ich finde die wirklich hübsch. Wir haben noch die Stempel, wir können die noch einmal machen. Bekommen wir jetzt Ärger? Weiß ich nicht. Steht die mir? Du kannst sie gerne mal umhängen. Passt doch super zu meinem Outfit heute, oder? Jeans, schwarzes Oberteil und dann diese tolle... Tasche dazu. Ja. Also ich fühle mich auch schon so ein bisschen. Billy. Billy fühle ich mich. Aber es fehlt noch was. Dann lass mal weiter gucken. Oh. Oh ja. Das ist es, was fehlt das hier. Das darf nicht fehlen. Oh mein Gott, natürlich. Was denn sonst? Da. Ich würde sagen, wir machen das mal, oder? Ja. Hallo. Ich werde jetzt diese Tropfen machen. Dafür brauchen wir Vaseline. Dann nehme ich mal ein bisschen was und schmier die gute hier ein, damit wir sie später gut abziehen können. Oh, wie schön sie das macht. So. Dieser Tropfen fließt ein bisschen in die falsche Richtung. Aber gut, dann lassen wir das Ganze mal trocknen und gleich kommt der Nagellack. Ich habe es mir jetzt anders überlegt und nehme ein Edding dafür. Und ich werde jetzt die Tränen schön schwarz anmalen und das klappt aber wunderbar. Ganz toll wird das. Das ist wirklich überzeugend. Ja. Keiner sehen, dass das nicht echte Tränen sind. Nein, scheiße. Okay, wir nehmen doch schwarzen Nagellack. Was wäre unlikely, wenn wir nicht schnell und kompliziert wären? Schnell und kompliziert. Wenn es nicht so genau sein muss, dann kann ich. Genaues Arbeiten ist hier sehr, sehr wichtig, Leute. Fertig. Ah! Oh, oh, so ist aber auch nicht schlecht. Ich möchte aber, dass man meine Tränen sieht, weil ich möchte, dass jeder weiß, wie traurig ich bin. Bei mir erkennt man auch so, dass ich traurig bin. Also wir haben jetzt schon so viele DIYs gemacht, Laura. Langsam kriege ich Hunger. Ich auch. Und ich war noch nie so traurig wie heute. Wir sind eigentlich fast genau Billy gerade. Also Nein. Billy ist wie wir. Das ist natürlich richtig. Ich finde, da fehlt noch was. Ich glaube auch. Billie Eilish Videoclips are so hypnotic. It's just a pizza. Ja. Wir haben Hunger. Also wenn wir das kombinieren. Ich möchte Gucci-Pizza. Ich möchte auch eine. Wollte schon immer mal eine Gucci-Pizza essen. Für unsere wunderbare Gucci-Pizza habe ich dieses ganz tolle Gucci-Logo ausgedruckt. High Quality. Und ich schneide es jetzt aus. Ich habe ja nichts anderes für ein Leben. Okay. Nur so 200 mehr. Yay. Okay, es ist soweit. Wir werden den Karton nicht anmalen, aber... Ich bin schon so gespannt, ob das funktioniert. Ich bin auch gespannt. Mein liebevoll ausgeschnittenes Gucci-Logo ist auf jeden Fall am Start. Okay, los geht's. Richtig viel drauf am besten. Scheiße. Kann man das nicht ganz aufmachen? Dann warte mal. Oh ja. Die wird richtig gut schmecken danach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wenn wir das jetzt abnehmen, dann ist ja die ganze Pizza voller.
Ja. Oh mein Gott. Okay, drei. Warte. Ich hab schon. Ah. Mülltonne. Das sieht voll cool aus. Okay, nicht ganz überall, aber... Man sieht schon also ein bisschen was. Mega. Hey, wir haben eine Gucci-Pizza. Yay. So, wir werden uns jetzt mit unserer Gucci-Pizza... Die Tasche. Oh Gott, Anisha. Moment. Sie ist wunderschön. Die war sehr teuer, aber ich sage euch den Preis nicht. So 800 Euro. Ich sage euch den Preis nicht, aber 800 Euro. Also dieses Video hat uns riesengroßen Spaß gemacht. Ja, meine Augen tränen, mir die Spaß. Das war so unglaublich viel Arbeit. Für so einen Scheiß. Oh ja, ihr könnt es nicht glauben, wie viel Arbeit das und war. Und wie viele Stunden wir gerade hier saßen, um Sachen auszuschneiden nur. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Wir sind Billie Eilish, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt mal ab, wie ihr dieses Video fandet und schreibt uns einen netten Kommentar. Ja, bitte, wir brauchen es, so wie wir traurig aussehen. Ich bin sehr traurig, ich brauche ein bisschen Aufmunterung. Naja. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann... Und wenn ihr uns im normalen Zustand sehen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram, weil da sehen wir im Normalfall nicht so aus. Aber... Hä, ich sehe immer so aus, was meinst du? Dann gehen wir jetzt Pizza essen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss.